Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zu der letzten Aufnahme von Skyrim für heute. Und das bedeutet, wir müssen das hier jetzt mal professionell durchziehen. Denn mehr als ein oder zwei Folgen werde ich heute nicht aufnehmen, denn sonst bin ich zu weit fortgeschritten und habe zu viele Folgen aufgenommen. Das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja immer schön brav pro Woche maximal eine Woche und 2 Tage aufnehmen. So ist das, ist der Sinn bei mir. Weil eine Viertelstunde läuft bei mir eine Folge. Das heißt, nach 4 Tagen habe ich eine Stunde um und nach nochmal 4 Tagen habe ich noch eine Stunde um. Das sind 8 Tage, das sind insgesamt eine Woche und ein Tag, die ich jede Woche immer aufnehme. Ja. Und warum eine Woche und ein Tag? Ja, weil der Tag, an dem man auf mit noch mit dazu zählt zu der Aufnahme. Das heißt, es sind insgesamt 8 Tage, bis genau eine Woche vergangen ist. Ja, kompliziert, aber naja. Das muss man sich einfach nur mal durch den Kopf gehen lassen, dann merkt man das schon. So. Ich glaube, Leni, du musst hier warten. Ja, geht vor. Ich halte hier Wache. Das schaffe ich, glaube ich, auch ohne dich hier. Ich brauche doch keine Mutter, die mich beschützt hier, ne? Gehen wir professionell durch. Der lebt zu 100 Pro. Okay, ich sollte ihn noch treffen. Ne, der ist tot. Ich meine, der lebt zu 99%. Essenz des Phantoms. Du nimmst für 30 Sekunden Geistform an. Tja. Du bist kein richtiger Geist. Hab dich schon enttarnt. Haha. Schwachkopf. So, hier haben wir 4 Hebel. Und Bücher. Die wir schon haben. Nee, doch nicht. Na doch. Hier muss irgendwie jemand in der Nähe sein, ansonsten hätte ich niemals mehr stechen verbessern können. Naja, egal. Wunderschön. Okay. Ja, Rätsel gelöst. Kein Problem, easy. Das war ja mal kein Problem. Das heißt, ich kann mich jetzt in einen Geist verwandeln. Ist ja cool. Ich werde die Stadt heimsuchen. So, mal sehen, warte. Ob er sich jetzt immer noch in einen Geist verwandeln kann? Ich glaube ja nicht. Das heißt, wenn wir das nächste Mal sehen, dürfte er es nicht hinkriegen. Na. Ach komm. Ich hasse es. Jedes Mal passiert dasselbe beim Schlossknacken, dass ich es einfach nicht geknackt kriege, egal wie leicht das Schloss ist. Naja, wenigstens haben wir viele Dietriche. Die gehen uns so schnell nicht aus. Na, endlich. So. Heilung ist immer gut. Die Eisenpfeile eher weniger. So, wo gehen wir lang? Da kommen wir her. Ihr seid Spastis. Ich hasse euch alle. Ist ein Gegner? Nein. Was ist das für ein seltsames Licht? Feuer, ich verstehe, okay. Toll, ich wollte doch die Falle auflösen. Ist das jetzt der richtige Weg oder das? Hi. Du bist kein echter Toter. Und wieso spricht er nicht mit mir? Wieso sagt er nicht, ey Kollege, ich bin eigentlich ein Lebender, lass mich mal in Frieden. Aber nein. Ich werde
Das glaube ich eher weniger. Weil Delos Tagebuch. 18. Morgenstern, 4. Ära 200. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier gefunden haben. Muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue zu suchen. Ich muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstern, 4. Ära 200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten. Doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mir ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt... Oh, nein. Shit. Speichern, ich weiß. So, Bücher. Das bringt mich auf eine Idee. 28. Morgenstern, 4. Ära 200. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Der 29. Morgenstern, 4. Ära 200. Erfolg! Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandern und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten. Na? Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. 11. Herzfeuer, 4. Ära 200. Es ist fast ein halbes Jahr her. Und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue. Oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzufordern. Also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang, 4. Ära 200. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nun mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. 18. Abendstern, 4. Ära 200. Wieso? Wieso quälen Sie mich? Wieso vernichten Sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand entwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nun mit mir? Erste Ära 1050. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauer betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Psycho. Naja, wenn er meint, dass es richtig ist. Essenz des Phantoms. Oh, jetzt haben wir zwei davon. Das Firmament. Die Sterne von Tamriel sind in 13 Sternbilder unterteilt. Und das werden wir irgendwann lesen, nur nicht heute. Schuhe. Wir waren eigentlich schon lange nicht mehr schlafen, ne? Werden wir eine Stunde schlafen, vielleicht passiert ja irgendwas Tolles oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nein, nichts? Schade. Ein Alchemielabor. Anfälligkeit für Gift. Wir haben noch nicht viele Zutaten, ne? Okay, nein. Beenden. 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 So, ich würde sagen, wir geben erstmal die Quest ab. Und vielleicht hat einer von den Einwohnern die Klaue, denn anscheinend hat unser
Freund keine Klaue. Deswegen bringt uns das nichts, wenn wir jetzt weitergehen würden. Ach, der ist tot. Verdammt, ich werde nie wieder zurückkehren können. Ja, ist ja gut. Ihr mit euren scheiß Giftpfeilen. So, Lini, komm. Was braucht ihr? Ach, weißt du was? Bleib hier stehen. Ich komm doch sowieso gleich wieder. Hau rein. Viel Spaß. So. Dann wollen wir mal wieder. Mit dem Magierstein kannst du Zauberfähigkeiten schneller erlernen. Das wäre interessant. Denn mit Zauberfertigkeiten ist auch Illusion gemeint. Heilzauber etc. pp. Das würde alles immens steigern. Weil meine Diebesfähigkeiten sind schon ziemlich hoch, muss ich schon sagen. Wobei die 100 zu erreichen ist ja das Nonplusultra. Vor allem die 100 beim Schleichen, denn wenn ich 100 beim Schleichen habe, kann ich 100 mehr tragen. 100 mehr tragen, das sind einmal Drachenknochen. Muss man sich mal bildlich vorstellen. Einmal Drachenknochen for free tragen. So, nein. Nein, Quest, Licht aus. Ja, haben wir schon. Bringe, hast du nicht gesehen, zu hast du nicht gesehen. Okay, werden wir machen. Und dazu müssen wir einfach nur in dieses Gebäude hier rein. Aschehaufen? Vampire werden langsam zu einer echten Bedrohung. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ich kann die irgendwie nicht plündern. Aber hier muss ein Vampir gewesen sein. Ja, super, ich habe die Tür geschlossen. Oh mein Gott. Naja, so. Hallo, die Dame. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Was wollt ihr? Entschuldigt, meine Dame. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Kannst gleich gerne auf meiner Laute spielen, wenn du Bock hast. Ihr verirren Sie. Braucht ihr ein Zimmer? Oder was zu trinken? Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Tagebuch überreichen. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Saphir-Drachenklaue. Vielen Dank, Meister. Das wird mir weiterhelfen. So, wir werden jetzt gleich da nochmal reingehen und die Saphir-Drachenklaue verwenden. Das heißt, ich werde noch maximal ein, zwei Folgen aufnehmen in dieser Aufnahmesession. Das heißt, wir sehen uns auch in nächster Folge wieder. Das heißt, bis gleich. Das heißt, auf Wiedersehen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, tschüss.